Ui, 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 ui. Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Es geht weiter mit der Hauptmission und danach wird, sagen wir mal, aussortiert. Sagen wir aussortiert, es wird danach aussortiert. Ich habe gerade irgendwas genommen, ja. Die Schwierigkeit ist nicht so hoch, dass ich kann chillen, ich kann chillen. Ein Scattershot habe ich mir erstellt, eine neue Shotgun. Eine richtige Mission sollten wir auswählen, die Reise nach Meridian. Das ist, glaube ich, eine lange. Aber ich glaube, danach gibt es dann noch die Hauptmission, also die letzte Mission. Also die vorletzte Mission, von was ich in Erinnerung habe. Gehen wir dort mal hin, mal schauen, was dort abgeht. Und danach machen wir die letzten Crew-Unterhaltungen. Wo ist es? Bin ich blind? Auf den Nexus Option mit den anderen Pathfinder besprechen. Wo ist? Okay, auf der Tempest muss ich was beenden. Okay. Schon muss ich noch was auf der Tempest machen. Werden wir gleich sehen. Hier ist es. Liam. Die Ghost Storm Technologie ist jetzt Danke, meine vollständig Hand. erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Ja, wir halten Hand. Toll, toll, cool. Danke, Liam. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Deswegen bin ich hier. Crew Meeting. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung. Aktive Gewölbe ohne das Herzstück bringen nichts. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Ich bin der Pathfinder. Es ist mein Job, uns nach Hause zu führen, und das tue ich, mit oder ohne Erlaubnis. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, Hager. Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat von Ihnen ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem Plan, Team. Hager, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute. Es ist soweit. Legen wir los. Schade, dass Sie in keinem Mass Effect sowas wie die Suicide-Mission aus Mass Effect 2 mehr gemacht haben. Was auf jeden Fall eigentlich das... Das Uniformprotokoll hier. Abschnitt Oberbekleidung. Das ist ein ziviles Schiff. Was sollen Sie machen? Meinen Lohn einbehalten? Wir werden bezahlt. Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kadara einen aus? Machen Sie Witze? Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Ah. Was wollte ich sagen? Suicide Mission aus Mass Effect 2. Das wäre richtig cool gewesen, wenn Sie das in Mass Effect 3 oder Andromeda so gemacht haben, wo man ein bisschen richtige Entscheidungen treffen muss. Aber es gibt es in so wenig Spielen. Nicht mal in Mass Effect spielen, wo sie es eigentlich noch durchsetzen hätten müssen. Weil Mass Effect 2 ist eigentlich der Mass Effect Titel, der jeder sagt, der ihnen am liebsten gefallen hat. Jeder meint, Mass Effect 2 ist der beste und ich finde auch, er ist der beste. Das Suicide Mission Konzept dazu hat fast niemand irgendwie die Eier, das durchzuziehen. Wenn die Informationen des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Na, schauen wir mal. Ich sehe die Geißel. Nähern uns. Kurs sieht gut aus. Sieht er das? Okay. Ja, schaut interessant aus. Was ist es? Das ist Meridian. Oder Key Tessera, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Ja, ist es wahrscheinlich auch.
Gemah. Das geht doch short. Panzerung passt alles, Team ist auch das Richtige. Team weibliche Balance. Gibt es einen ziemlich guten Sauna-Duft, der so heißt. Eine leichte Blumenmischung mit Kräutern. Ich aktiviere Ghost Storm. Auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt! Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Hager, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Du hast gesehen, Koras Waffe vibriert. Ah, ich kann hervorragend fallen. Ah, Bibi wird's freuen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. So, auf uns zu bedutschen, Alter. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Die Tempest kann ein paar Treffer wegstecken. Ja, ein paar. Ich glaube, von dem, was ich in Erinnerung habe, war ich kein großer Fan dieser Mission. Und der letzten Mission auch nicht. Alles, was Reliktech angeht. Also werde ich da durchrushen, so gut wie es geht. Alles klar, Team? Alles bestens. Gehen wir. Wir müssen das Gebiet... Na toll! Wir hätten uns von der Tempest da drüben absetzen lassen sollen. Oh. Wie witzig. Natürlich. Weil die überall irgendwelche Konsolen hinstellen müssen, die einfach nur Zeitverschwendung sind. Ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Ich werde alle Konsolen finden. Ja, ist nicht schwierig gewesen gerade. Und wir werden da runtergelassen. Nein, gar nicht. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Ich nehme an, damit hat sich die Aufklärung wohl erledigt, oder? Wir könnten Meridian jetzt sofort aktivieren. Und was machen wir mit den Cat? Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder. Durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Ja. Warum waren ihre Gesichter so nass? Ah, habt ihr das gemerkt? Sind wir durch Regen gefallen oder so? Durch irgendwas Nasses? Unfassbar. Ja, ist okay. Nach dem Asteroiden und dem Vulkan. Ich empfange Funkinterferenzen. Ein Cat-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keter Zero wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Zumindest haben wir einen klitzekleinen Vorsprung. Ah. Nicht mal die Stimmen der Cats sind cool. Okay, es geht doch schon. Interessant. Interessant. Mal schauen, ob die gut ist. Ich habe so viel Zeit da reingesteckt, dass ich die Waffe bekomme. Cat über uns! Wir sind völlig ungeschützt!
Bye. Bounce auf jeden Fall fett vom Wände ab. Da kommt Verstärkung! Okay. Welchen Weg wollen wir nehmen? Wenn die Musik gut ist, halte ich die Fresse nur als Hinweis. Aber Musik genießen. Mit diesen Werten anfangen soll. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Ah, gekommen. Sieht irgendwie eklig aus, oder? Könnte es sein, dass ein defekter Art... Diese Relikte haben die Cat ordentlich aufgemischt. Ja. Sie hatten es vermutlich verdient. Unterbrecht euch alle mal gegenseitig. Rascho. Töten Sie den anderen Kerl! Verdammt! Beobachtet doch jemand anderen! Ich weiß nicht, ich finde sie niedlich, aber sie könnten aufhören, auf uns zu schießen. Ah, sonst wäre noch ein cooler Spruch. Es könnte eine benutzbare Netzverbindung in der Nähe geben. Okay, wir kriegen Unterstützung. Rüber. Gehen wir lieber nicht zu nah ran. Ich empfange äußerst eigenartige Energiewerte. Pathfinder, wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Soll das heißen, die Reliktschöpfer haben die Geißel verursacht? Oder sie wurde gegen sie eingesetzt? Mist. Meins. Wie schon gesagt, ich werde da ein bisschen schneller durch. Ich frage mich, warum die... Egal, wie oft sich die Leute da durch... All diese Technik, das... Gegenseitig unterbrechen beim Reden. Muss wichtig gewesen sein. Ich registriere geringe Energiewerte, Pathfinder. Ein Scan könnte uns dabei helfen, die Leitungen zu identifizieren. Okay, warte mal, ist das ein Geschützstörung? Noch nicht. Wow, ich glaube, das Ding ist Schrott. Können wir damit überhaupt noch was anfangen? Ach, kommen Sie. Ich bin mir sicher, ein paar der Dinge hier sind noch in Ordnung. Die Schäden an einigen Teilen des Systems verhindern eine Aktivierung. Können wir die beschädigten Bereiche umgehen? Das wäre möglich, Pathfinder. Ich verstärke die Trace-Signale. Es ist ein Puzzle, oder? Auf diesem Ding ist so eine Art Glyphe. Sieht aus wie der Teil eines Musters. Okay. Schauen wir mal die rechte Seite entlang. Eins von den beiden könnte die Nummer 1 sein. Was haben wir da? Dieses. Dieses. Ich fange mit dem an. Ups. Sie haben Reliktverteidigungssysteme aktiviert, Pathfinder. Bei der Umleit... Dann fange ich mit diesen an.
Nein. Perfekt. Okay, doch. Dann dieses. Mist. Feindliche Einheiten nähern sich. Energieumleitung. Nächster Versuch. Ich hasse diese Puzzles. Ich glaube, Sie haben den Dreh raus. Ja, genau. Schätze dann dieses. Perfekt. Okay, probieren wir es mit diesen und sonst ist sowieso. Das war offenbar falsch. Feindliche Einheiten mehr. Das war's nicht. Ich muss dafür sorgen, dass das Muster stimmt. Ja, ja. Sehr schön. Perfekt. Natürlich ist es der weitmöglichste Weg. Wenn sie mich schicken könnten. Perfekt. Ja. Wunderbar. Lovely. Ich glaube, das war's. Die Hauptkonsole sollte jetzt funktionieren, Pathfinder. Ja, rauf da. So, zum Interfacing machen. Provisorische Reparaturen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Ah, Bibi und Cora ganz sexy gerade. Zum Teufel. Was geht gerade ab? Es wird geklitscht. Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen, Administrator. Ja, boom. Sehr episch. Das gefällt mir nicht. Wir sollten verschwinden. Die Systeminstandsetzung hat offenbar etwas in der Nähe reaktiviert. Das sehe ich, Sam, und das beunruhigt mich. Unglaublich. Es sieht aus wie diese Wracks, die wir gesehen haben. Nur ist es kein Wrack mehr. Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Oh. Das sind die ersten betriebsfähigen Relikschiffe. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian-Antriebs. Meridian-Antrieb. Sam, weißt du was? Die werden uns Ärger machen. Oh. Liebe und Cora haben eine Fusion gestartet. Der Typ ist weg. Die Relikte sind aufgewacht. Krass. Was war das gerade? Was war das gerade? Ich habe einen Energiestoß auf den Scanner entdeckt. Der Sektor, in dem sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Dann haben diese Relikte aber ziemlich beschissene Karnevalsumzüge. Was ist los? Sind sie alle... Ich kann jetzt nicht reden! Nein. Hm. Nein, raus hier. Knapp. Also bleiben Sie wachsam. Verstanden. Oh, der Katzenkind war geil. Ich glaube, das kurze Cora-Bibi-Gesichtsmischungsding. Aus, wie heißt die noch schnell? Von X-Men. Mystique. Hat den Mystique-Vibes. Extreme. Schützt noch immer auf meiner Seite? Ja, cool. Wenn alles aktiviert ist, ist es ziemlich unglaublich, was? Ah, was? Hätten wir. Um Zugang zur Kommandozentrale zu erhalten, müssen wir aber auch noch den anderen aktivieren. Den Unterschied habe ich gar nicht gemerkt. Dass jetzt alles blau leuchtet. Werden die
Cat von der Aktivierung Meridians irgendwie profitieren? Die Truppen des Archons sind schon seit... Los, wir müssen springen! Ah. Wir haben mal zu wenig Zeit zum Reden. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh boy. Da nimmt man einmal keine Brotkrumen mit. Sehr witzig. Ob Bibi den Joke checkt? Ist das der Weg, von dem ich gekommen bin? Goddammit, Cora hat recht. Ah. Brücke. Sehr basic auf jeden Fall. Ein Turm fehlt uns noch. Yep, niemand darf aussprechen. Was auch immer das gerade war. Mal ignorieren. Wow, Pflanzen. Wie können sie hier überleben? Gratulation jetzt bei der Aussprechung. Dürfen. Dieser Kampf ist Wahnsinn! Uran, ich brauche Zero. Ich brauche Element Zero hoffenweise. Nächste Shotgun, Sturmgewehr, Ghost. Das Ghost Sturmgewehr. Hier drüben sind sie anscheinend. Die Pflanzen durch. Ich wünschte, wir hätten nicht die Kette nackt. Ja, dann könnten wir uns hier in Ruhe umsehen. Ja. Alles klar. Wir müssen uns einem dieser Türme nähern. Um den Kern von Meridian zu erreichen, müssen wir beide aktivieren. Okay, schauen wir mal. Was? So, ich wäre fast runtergeflogen. Wir hier haben. Wir pushen rein. Cat unter uns! Wir haben einen Stellungsvorteil, Ryder! Haben wir das? High Ground, verstehe. Schwerer Beschuss! Vorsicht! Ich erfasse funktionsfähige Relikttechnologie. Wir können. Wo ist das Geschütz? Nein, hier nicht. Vielleicht hier drüben. Geschütz. Sehr schön. Da kommt Verstärkung. Yeah.
Ich glaube, das war erstmal der letzte. Dann rein so. Hopp. Uff, mal schauen, wie lange wir schon drin sind. 25 Minuten, das wird wahrscheinlich in einer Stunde oder so die Folge. Kann man das Licht einschalten? Ah, ist jetzt aber Komiker. Was zum... Übersetze. Muster 1-3. Lebensfähigkeit 56,2%. Genetische Vorlage für Tests übertragen. Haben Sie Experimente an Ihnen durchgeführt? Ich analysiere die Glyphen. Dies sind Prototypen genetischer Entwürfe. Sie wurden beständig weiterentwickelt. Mit Meridian wurde eine Spezies erzeugt, die in diesem Cluster leben sollte. Die Angara. Sie erschufen Leben? Dann war alles... Wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Das hier könnte das Weltbild eines ganzen Volkes erschüttern. Die Moshai wird wissen, wie sie es ihnen am besten beibringt. Bei Meridian geht es also nicht nur um Terraforming. Es kann Leben erschaffen. Aber warum sollte man so etwas tun? Ich kann nichts über die Absichten der Reliktschöpfer sagen. Sie erschufen Leben. Der Archon könnte das umkehren und Leben vernichten. Sehen Sie sich diese Tech an. Meridian sollte wissenschaftliche Wunder vollbringen. Es war nie als Waffe gedacht. Dennoch besitzt es auch zerstörerische Fähigkeiten. Wir müssen zu dieser Steuerung. Okay. Ich kann mich gleich mal erinnern. Wenn wir die Steuerung von Meridian als erste knacken, sorgen wir dafür, dass der Archon sie nicht benutzen kann. Wir müssen Jarl erzählen, was wir rausgefunden haben, oder? Ich weiß. Wir werden ihm alles erzählen. Dann kann er entscheiden, wie er seinen Leuten das Ganze verkauft. Schon sich Joel mitnehmen müssen, aber das gilt eigentlich für jede Mission. Immer schon Joel mitnehmen. Der Archon muss über die Angara Bescheid wissen. Wieso sonst sollte er ein derartiges Interesse an diesem Ort haben? Wir müssten jetzt Zugang zu der Kommandozentrale haben. Okay. Zwei Türme laufen. Wir müssten jetzt in den Hauptkontrollraum von Meridian gelangen. Ui. Schauen wir mal. Perfekter Jump dadurch. Es gibt doch Shortened Eagle. Ach, das kann man falsche Taste. Ah, das gibt's in dem Spiel. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ah, ich hasse dich. Easy. Wen hast du denn gezielt? Perfekt. Wenn wir sie ausschalten, gehört uns Meridian. Perfekte Explosion. Das war der letzte. Nein, in diese Richtung.
könnten die denn vor uns hier sein? Wir werden nicht zulassen, dass sie die Früchte unserer Arbeit ernten. Ich hab gerade ein Pferd gehört. Stärke sämtliche Schiffe. Ach, damit. Jetzt aber. Oh, voll ausgegen. Nein, er will uns. Koloss. Relikte habt ihr vergessen, was? Arschgeigen. Sollen sie sich die Köpfe einschlagen? Wir haben ihn. Na, gegen Zerstörerpfeil, aber er wollte nicht. Leider keine Muni. Ich habe wieder ein Pferd gehört. Okay, gehen wir weiter. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel fighten müssen da. Was erwartet uns hier? Keine Ahnung, aber das sieht wie ein Gravitationsschacht aus. Ich verstärke Ihre Schilde. Perfekter Zeitpunkt. Dann runter hier. Oder rauf. Dann rauf. Und das war's. Das schaut nach einem fetten Fight aus. Das Herz von Meridian. Endlich. Es wird mir gehören. Wow, ich glaube, das Ding haben wir aus dem All gesehen. Was da wohl drin ist? Übersetze. Verbindungsabbruch. Meridian-Antrieb fehlt. Sam, ist was beschädigt? Können wir die Systeme wieder instand setzen? Tut mir leid, Pathfinder. Die Systeme sind intakt, suchen aber nach einer Komponente, die anscheinend nicht vorhanden ist. Was soll das heißen, sie ist nicht vorhanden? Moment, Pathfinder. Ich habe etwas entdeckt. Tabadona Vera. Ansoloran Asa Voltavganye. Bera Iras. Übersetze. Letztes Administrator-Log. Die Waffe des Feindes könnte enorme Schäden anrichten.
All unsere Waffen und Schiffe werden uns und mein Ziel nicht schützen können. Isendavafelos, Bera Iras Ongantavetlov, Hanela Jadan. Wir trennen Meridian vom Befehlskern und lassen ihn hier, um den Beschuss auf sich zu lenken. Meridian enthält das ganze Werk der Jordan, nichts anderes zählt. Ich schicke es fort. Wir können eines Tages zurückkehren und die Erneuerung fortsetzen. Ende des Logs. Dann ist das nicht Meridian. Ha, der Archon lag falsch. Das ist witzig. Nein, es ist schrecklich. Aber witzig, dass dieser Arsch keine Ahnung hatte. Wir können es doch zurückholen, oder? Sie werden den Turm und alles darin zerstören. Okay, los, verschwinden wir von hier. Sam, suche einen Ausgang, der uns von den Cat wegführt. Es gibt nur den einen Ausgang, Pathfinder, aber die Reliktstadt besitzt Verteidigungsanlagen und dies ist ihre Kommandozentrale. Verteidigungsanlagen? Natürlich. Wir setzen sie ein. Sam, jetzt! Der Archon will diesen. Vernichtet den Rest. Oh. Lass die Mädels in Ruhe. Vorsicht! Ich komm das mal ist eins von denen, die sich tarnen können. An mir kommt keiner vorbei, mit oder ohne Tarnung. Oh, der hat viel Leben. Und das war's mit dem gleich. Habe die Anführerin aus den Augen verloren. Boy. Ich wusste sofort, als ich sie sah, dass diese Kette Ärger bedeuten. Aber was ist mit Meridian? Wenn wir alle... Oh, sie lebt noch. Wechsel die Waffe, du Spackhoch. Ach, okay. Ach, nicht. Nein, nicht tarnen. Tempest an Bodenteam, alles okay bei Ihnen? Ja, uns geht's gut. Wir haben alles aus dem Orbit mit angesehen. Es war unglaublich. Die gesamte Stadt ist erwacht. Die Scans haben völlig verrückte Daten geliefert. Und die Cat ziehen sich zurück. Was auch immer sie gemacht haben, Ryder, es hat funktioniert. Ein vollständiger Rückzug? Sehr schön. Gibt es irgendetwas Neues zu Meridian? Konnten Sie es schon aktivieren?
Das hier ist nicht Meridian. Oder zumindest nicht alles. Es ist schwer zu erklären. Wir bringen sie später auf den neuesten Stand. Meridian ist also weg. Aber sollte dieses Ding nicht wissen, wo es hin ist? Der Kontakt mit der Geißel hat Meridian von seinem Kurs abgebracht. Es würde Jahre dauern, seine aktuelle Position zu ermitteln. All diese Relikttechnologie um uns herum. Die Jardan müssen doch einen Plan gehabt haben. Hatten sie denn Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen? Okay, also, wenn die Geißel für das ganze Chaos verantwortlich ist, sollten wir vielleicht genau da ansetzen. Und was heißt das konkret? Das weiß ich noch nicht. Wir werden darüber nachdenken müssen. Okay, wir haben zwar kein Meridian, aber wir haben die Cat aus einem wichtigen Stützpunkt vertrieben. Das ist ein großer Erfolg. Das bedeutet nur, dass wir unseren Vorteil nutzen müssen, solange sie noch geschwächt sind. Wir müssen Meridian finden. Das echte Meridian. Sam, sammle so viele Daten wie möglich. Sag der Tempest, sie soll uns abholen. Vor uns liegt jede Menge Arbeit. Vor uns allen. Ah, ich gebe die Loot nicht. Außer sie schenken sie mir. Errungenschaft. Yay. Aktivierung. Achievement. Bekommen. Pathfinder, sind alle wohl auf? Kommen Sie, wir wissen beide, was Sie sagen wollen. Wenn Sie meinen, Sie haben sich widersetzt. Ihre Suche nach Meridian war ein Verstoß gegen Befehle der Initiative. Und das, obwohl wir gute Gründe dafür hatten. Aber Sie hatten recht, Ryder. Wir hätten Ihnen vertrauen sollen. Sie haben ein ums andere Mal bewiesen, dass Sie den Titel Pathfinder verdienen. Ich war noch nie so froh, mich zu irren. Ich weiß Ihre Anerkennung und Offenheit zu schätzen. Soweit ich weiß, gibt es noch Hindernisse auf dem Weg nach Meridian. Die Initiative wird Sie mit allem unterstützen, was Sie brauchen. Pathfinder, wenn Ihr Gespräch mit der Nexus beendet ist, würde ich gerne mit Ihnen reden. Ich glaube, ich weiß, wie wir Meridian finden können. Okay. Ich habe die ganze Nacht die Daten verarbeitet, die wir aus der Reliktstadt erhalten haben. Es sind sehr viele. Überanstrengen Sie sich nicht. Jemand muss doch dafür sorgen, dass ich hübsch bleibe. Kein Kommentar von niemandem. Lexi, was zu sagen? Echt nicht? Liam? Liam, was zu sagen? Pathfinder! Ich dachte, Sie sind Kellow. Hab ihn um Navigationsdaten gebeten. Daten? Wofür? Um die Geißel zu kartografieren. Seit wir wissen, dass sie eine Waffe ist, hasse ich sie noch mehr. Geschaffen, um zu isolieren? Bleibt auch nach dem Krieg bestehen? Ich weiß, was das ist. Ein Minenfeld. Sie sind abscheulich. Es reicht nämlich nicht aufzupassen, wohin man tritt. Sie machen ein normales Leben unmöglich. Exakt. Langfristig geht es nur darum, die ganze Bevölkerung klein zu halten. Ich sag Ihnen was. Die Cat sind übel. Aber wer auch immer sich die Geißel ausgedacht hat, das sind richtige Arschlöcher. Okay. Was hat Drag zu sagen? Nicht, dass es wirklich von Bedeutung wäre, ob eine Spezies erschaffen wurde. Die Angara sind die Angara. Letzten Endes zählt nur, dass sie existieren. Was? So was gibt's? Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Und das werden wir dann. Wir werden uns später weiter unterhalten. Schauen wir mal, wie lange wir schon drin sind. Aber ich habe hier noch was vor. Ja, ich habe ziemlich gut geschätzt. Ich habe hier noch was vor. Hallo, Ryder. Wollen Sie nachsehen, ob ich jetzt endlich am Boden zerstört bin? Wollen Sie sehen, was die Entdeckung, dass mein Volk erfunden wurde, mit mir gemacht hat? Ich dachte, Sie wollen vielleicht reden. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was Sie empfinden. Ich habe aus dem Fenster gestarrt, um genau das herauszufinden. Das ist neu. Stimmt. Wir Angara zeigen unsere Gefühle normalerweise sehr freimütig.
Ich rede aber nicht über alle Angara. Ich rede über sie. Ich bin wie betäubt, eingeschüchtert. Es hat etwas Friedvolles, wenn du das Universum nicht verstehen kannst und weißt, dass das Universum dein Verständnis gar nicht braucht, um zu funktionieren. Dass du vielleicht sogar ein geheimes Schicksal hast. Spielt das eine Rolle? Ihr Volk ist durch diese neue Entdeckung an nichts gebunden. Das stimmt. Wir schulden den Jardan nichts. Unser Schicksal gehört ganz allein uns. Ich bin nicht am Boden zerstört, Ryder. Ich bin voller Tatendrang. Die Angara wurden für einen Zweck erschaffen. Man gab uns Gewölbe und goldene Welten, modernste Werkzeuge. Und die Kett können nichts daran ändern. Die Zukunft hält mehr für die Angara bereit als einen endlosen Krieg gegen die Kett. Viel mehr. Ich liebe es, dass Sie so offen Ihre Verletzlichkeit zeigen. Danke. Sie geben mir das Gefühl von Sicherheit. Es spielt keine Rolle, ob ein Gott uns erschaffen hat, ob wir Wiedergeburten unserer Ahnen sind oder der Traum einer KI-Supermacht. Diese Entdeckung verändert nichts. Höchstens wir uns selbst. Und das ist alles. Ich hab Charles schon das Herz gebrochen. Okay, ich bin neugierig. Pathfinder! Also, wegen dieser Kneipenschlägerei auf Kadara, war das wie ein Date? Ach was, dann hätten wir weniger Publikum gehabt und es wäre deutlich mehr zu Bruch gegangen. Okay, wir können uns später weiter unterhalten. Ja. Klar. Ja. Ob das durchgeht, wenn man weiblicher Pathfinder ist. Kampf. Stecken wir rein. Nein, nein. Möchte ich nicht mehr benutzen, aber her damit. Und nochmal speichern drüber. Okay, okay. Okay, wen haben wir jetzt noch? Wen haben wir da denn noch? Da gibt es doch noch drei weitere Personen, mit denen man reden kann. Damit viel besser um, als ich es könnte. Finde ich auch. Ich kriege schon Nasenbluten, wenn ich nur daran denke. Ich glaube, mir wird das ziemlich egal. Selbst wenn ich sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Kett-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Kett können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Kett unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde... Sie waren wütend auf Sid, weil sie nicht lebensnotwendige Dinge wollte. Und jetzt suchen Sie eine Lampe? Vielleicht hat es Sid ja recht. Es sind die kleinen Dinge, die uns dazu bringen, weiterzumachen. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Oh, obwohl ich eigentlich... Ja, nein, ich stimme nicht zu. Wir wollten uns hier eine Zukunft aufbauen. Das schaffen wir nicht, wenn wir ständig zurückblicken. Man muss zurückblicken, um zu sehen, wie weit man gekommen ist. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die einen Mond hochhält. Eines ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen.
Sie wollen wirklich nochmal von vorne anfangen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich habe die Wahl. Wenn ich will, kann ich mein Leben ändern. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. And here we go. Ich glaube, mein Traum ist es, eine ganz besondere Person zu finden, mit der ich die Galaxie erkunden kann. Ach ja? Und haben Sie sie schon gefunden? Ja, ich denke schon. Sie werden sie lieben. Sie ist groß, kann fantastisch mit Waffen umgehen und bringt jeden dazu, genau das zu tun, was sie will. Sorry, Pathfinderin. Die Sorry, Pathfinderin ist es. Warte. Wir scheinen immer ganz nah dran zu sein, aber nie nah genug. Sie meinen die Reliktstadt, Meridian? Ja, ich war mir so sicher, dass wir endlich am Ziel angekommen sind. Ich hatte sogar schon eine Flasche Drossix Blue kaltgestellt. Ich bin auch frustriert, aber wir werden es schaffen. Jeder kleine Schritt bringt uns dem Ziel näher. Ich weiß. Ich werde das Zeug einfach wieder ins Regal stellen. Für später. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Anscheinend sind doch noch nicht alle so bereit, wie ich gedacht habe. Vielleicht muss ich doch noch abwarten. Logbuch. Verbündete und Beziehung. Okay, nein. Zu gefährlich. Reden wir zuerst mit Bibi. Oh, die Folge ist ja schon gleich vorbei. Bibi wird wahrscheinlich auch über Meridian reden. Mal schauen, mal schauen. Wird doch keine Herzensbrecherfolge dann. Nur mein Herz wurde gebrochen. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Für einen Menschen denken Sie extrem schnell. Sie haben... E-Mail von Drake. Okay. Hello. Wer auch immer das ist. Okay. Mein Vortex. Ja. Oh, Gott, damit. Okay. Okay. Anscheinend mache ich das dann als nächstes. Manchmal haben wir Menschen Und nochmal besser speichern, bevor ich noch ich bin in irgendwas. Froh, diese Art von Glück auf meinem Flugdeck zu haben. Bevor ich noch in irgendwas reintrete. 53, ja, das Gespräch sollte sich noch ausgehen, dann sind wir genau hey, 55. Bibi. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo, keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd, aber egal. Ich sag's einfach ganz offen. Ich will Sie, Ryder. Ich will, dass wir mehr als Freunde oder Liebende sind. Ich will Bindungen. Alle Bindungen. Sie wollten das auch. Zumindest haben Sie das mal gesagt. Aber die Dinge können sich ja ändern. Also sagen Sie es mir einfach nach dem Piep. Möchten Sie wirklich mit mir zusammen sein? So oder so. Wir treffen uns dann im Meetingraum. Okay? Goddammit, ich bin noch nicht so weit. Okay, ich mache hier eine Pause. Ich schätze, ich mache in der nächsten Folge weiter. Eigentlich wollte ich eine Herzensbrecher-Folge machen, jedem Nein zu sagen. Ah, aber scheiß drauf. Bibi-Beziehung in der nächsten Folge, jo. Okay. Ja, Aufnahme beenden. Perfekt.